So, was haben wir hier? Einen Hammer. Wie? Jetzt nur ein Hammer? Das war's? Okay. Reisetruhe. Hilfe. Dreh die Rädchen, um die richtige Reihenfolge der Zahlen einzustellen. Die Reihenfolge von oben nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komplexes Zahlenschloss. Dann haben wir die... Ah, 1. Da muss die 2 da weg. Dann haben wir dort... Achso, die 2 muss von da unten erst weg. Das wäre die ja wahrscheinlich hier oben. Reinkriegen. So, 2. Dann die... Och, gut, das war's schon. Cool. Reisetruhe, Brecheisen und Nägel. Gut, das war's offenbar auch schon. Haben wir noch was? Eimer. Ach, hier oben haben wir noch einen Teil des Schildes. Natürlich, auf dem Dach rumliegen. Ich frage mich, wer auch hier die Schilder verteilt hat. Und damit ist diese Szene auch abgeschlossen. Wow, 2 Szenen schon abgeschlossen. Das geht ja richtig hier ratzifatz. So. Zur Gruft. Wir müssen ja den Sarg reparieren. Wenn ich mich recht entsinne. So, kann ich die jetzt... Ach nee, wir brauchten ja zuerst Erde. Ach so, den Rest wollte er ja noch nicht machen. Aber wir haben jetzt das Brecheisen, um das hier rauszufriemeln. Und natürlich... spuckt der Gargoyle jetzt Blut, welches wir trinken können. Ist logisch. Aber wir haben noch keine Fähigkeiten. Aber was ist mit der Vampirin jetzt? Also wir haben doch ja gerade eine Vampirin erschaffen. Ich würde gern mit der interagieren. Ist sie jetzt nicht unsere Sklavin oder so? So. Was haben wir denn jetzt hier für ein tolles Bild? Hilfe. Setze das Bild zusammen. Ja, was denn für eins kriege ich? Ich könnte ja mal hier was gebrauchen, so ein bisschen. Was soll das darstellen? Wenn ich das hier so sehe, würde ich behaupten, es ist ein Pferd. Erstmal der Pferdehintern. Der hat es mir nämlich verraten. Gut, versuchen wir es mal zusammenzusetzen. Ach so, jetzt haben wir hier schon mal die Beinchen. So, der Huf. Wenn ich das da hinsetze. So gut, da haben wir das schon mal komplett. Dann brauche ich den Pferdekörper, den haben wir hier. So, dann so schön da hinschieben. Jo, das passt. So, ach so. Okay. Ach so, das ist ja wahrscheinlich... Ah, das soll ein Drache darstellen oder so. Das macht natürlich Sinn. So, dann erstmal das hier hin. Ach so, dann stimmt das auch schon. Mensch, ich erreiche hier viel mehr, als ich eigentlich möchte. Ich hoffe, das Glück bleibt mir in dieser Hinsicht noch ein bisschen treu. So, und zack. Ein Traum. Der Umhang kommt dahin. Der Schweif passt doch nicht zum Pferd. Und der Umhang passt hier hinten auch nicht. Hm. Oh, mein Nachbar. Hämmert wieder lustig drauf los. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht in der Aufnahme. Ach so. Pferdekopf? Was ist das denn? Ach so, der Schwanz vom Drachen, der ganz nach unten muss. So, genau. Dann hat der Drache natürlich auch Flügel. Flügel kommt dorthin. So. Ich frage mich gerade, wo das hinkommt. Das kommt wahrscheinlich ganz nach oben. Oder ganz nach links. Ich bin mir das noch nicht so sicher. Oder kommt das hier hin? Nee, doch, ich glaube, das kommt hier hin. Hat der Drache irgendwie so ein komisches Gesicht? Hä? Was ist das denn für ein Drache? Ach so, ah, der wird gerade so mehr oder weniger so... aufgespießt? Aber irgendwie stimmt hier noch was nicht so ganz. Wir haben ja immer noch ein paar Teile. Achso, der Schweif. Der muss noch nach hinten. Das machen wir doch auch ganz rabiat. So. Und dann wieder das zurück. Moment. So. Und dann das noch. Und yippie, das Bild ist komplett und stellt den heiligen Georg dar, der gerade so ein bisschen den Drachen tötet. Ich glaube jedenfalls, dass das Bild war, was wir in Dracula 2, die letzte Zufluchtsstätte, gesehen haben. Wer das Let's Play nicht gesehen hat, unbedingt mal vorbeigucken. Ein sehr schönes Spiel. Sehr gut, du hast nacheinander 5 Rätsel ohne Überspringen abgeschlossen. Was verbirgt sich in deinem Verstand? Du hast diese Auszeichnung erhalten. Klingel der Weisheit. Muahaha. Wenn ich mich weiter so gut anstelle, würde ich mich auch direkt an ein Sherlock-Holmes-Spiel wagen.
Teile des Schilds. Gut, jetzt haben wir 5 von 6. Aber nee, das lasse ich Sherlock Holmes, da komme ich überhaupt nicht mit. Also, dieses Spiel ist zu viel des Guten. Raum der Ritter. 2 Masken fehlen. Wo soll ich die denn jetzt herzaubern? Mit Magie irgendwie. Ach so. Ach nee, die Masken. Moment. Nee, wir kriegen ja Schilde, keine Masken. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt müssen wir noch das eine Teil finden. Jetzt haben wir noch den geplünderten Sarg. Können wir das auch nochmal aufbrechen? Können wir noch weiter plündern? Das ist nicht das richtige Objekt. Könnte ich ein bisschen drauf rumhämmern? Kann ich Nägel reinzischen? Ach so, kann ich vielleicht den Sarg reparieren? Nee, das ist nicht das richtige Objekt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir hier erstmal nicht weiter. Oder? Igor, was meinst du? Natürlich. Ein beschädigter Deckel. Soll ich den jetzt hier wieder draufsetzen? Und alles ist wieder heile. Hallo? Schädelmaske. Ich muss die tatsächlich hier wieder reparieren. Reparieren, nicht reparieren. Ich muss ja ein bisschen drauf achten, dann können wir die hier gleich einsetzen. Da fehlt noch eine Maske. Danke, Igor, dass du immer so aufmerksam bist und mir mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Tja, die Szene ist aber immer noch nicht abgeschlossen. Ja klar, weil wir in den Raum da hinten noch rein müssen. Hab ich noch irgendwas übersehen? Hier haben wir ja noch den kaputten Sarg. Wenn ich reisen möchte, sollte ich einen Sarg vorbereiten mit der Erde. Die kann ich aber nirgendwo klauen, oder? Ich meine, die Szene hier draußen haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Das heißt, hier verbirgt sich noch irgendwo etwas. Ich bin da jetzt mal ein bisschen aufmerksam und gucke. Und finde nichts. Dann fragen wir nochmal Igor. In der Gruft also ist noch irgendwas. Gut, dann fragen wir hier den Igor nochmal. Gut, das wäre jetzt mehr... Lose Kachel! Ach so! Ah! Wir gehen sogar so ein bisschen in die Richtung Point-and-Click-Adventure. Und jetzt habe ich auch die Erde natürlich gut. Auch ein bisschen logisch kombinieren muss ich auch gut. Dann brauche ich... muss die Abdeckung erneuern. Genau so. Genau das lassen wir so. Moment, ich brauche einen Screenshot davon. Muss sein. So. Schön. Ah, genau so lassen wir das. So gehen wir auf Reisen. Nägel. Und los geht's. Natürlich, und hat auch unser Igor diese handwerklichen Fähigkeiten, um das so wunderschön hinzukriegen. Und jetzt können wir den natürlich einfach mitnehmen. Reisesarg. My coffin has been repaired. I can travel again. Cool. Where to, Master? Van Helsing caused much damage to the Crypt door. Though he did not destroy it, he took some pieces with him to London. A human vanity of exposing the trophies collected from his victims. He grabbed the part of the door. A skull. Without it, we cannot enter the crypt of the knights. We must get it back. Okay. London! Oh, weißt du, dass das Igor, fetch his umbrella! Oh, Igor, du bist so geil. Gut, und damit können wir... Ach so, hier können wir sogar direkt dann in die einzelnen Szenen reinswitchen, je nachdem, wie wir das gerade wollen. Auf geht's nach London! We are in the office of my worst enemy. The symbol of the order must be somewhere. Perhaps in the cabinet. Ich hätte mir jetzt vielleicht so ein ganz klein wenig eine Reiseszene gewünscht, aber gut, okay. Naja. Vor allem, Van Helsing ist verdammt nochmal nicht da. Ich wollte jetzt hier Van Helsing zeigen, der ist so awesome. And the Master will also seek Van Helsing? Ja? No, I still have not recovered enough. A confrontation with the doctor would be fatal to me. Let us find what we have come for and leave. Och, Mano, ich wollte Van Helsing treffen. Das ist so gemein. Van Helsing, der Gute. Gut, Armbrust. Das ist die Armbrust, mit der ich das Kreuz entferne, aber sie muss zunächst geladen werden. Welches Kreuz? Ah, das hier. Ich muss das Kreuz ablösen. Okay. Pfeile. Ich weiß, wie wir das Kreuz mit dem Schrank loswerden können. Ich muss die Pfeile bündeln und dann werde ich es mit Hilfe der Armbrust abschießen. Mhm. Natürlich. Siegel. Ich kann nicht weitergehen, bevor der Siegel abgedeckt ist. Der Siegel? Ach, der Spiegel.
Lesen sollte man können, Mondschatten. Aber wieso kann er da nicht da vorbeigehen? Vampire, sie haben nur kein Spiegelbild. Das ist kein Hindernis wie ein Kreuz, dass er daran nicht vorbeigehen kann. Alter, kenn doch mal deine eigenen Regeln, du Vampir-Kallen. Echt. Mensch. Igor, klärst du ihn bitte jetzt mal auf hier, bitte? So, in Ordnung. Wir müssen das Kreuz wegballern, wir müssen den Spiegel irgendwie abdecken. Ah, da haben wir ja doch den Vorhang. Traumhaft. Armbrust? Ja, nimm die Kreuze. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah. Teppich klauen. Dann finden wir einen reißfesten Faden. Dann spannen wir die Armbrust. Verbundene Pfeile? Was? Ich verstehe die Logik hierhinter nicht. Das ist so eine geile Technik, Alter. Ach, ich finde dieses Spiel einfach nur entspannt. Ich finde es so geil. Und das nächste Wimmelbildspiel. Ich finde es ja geil. Okay, fangen wir wieder ganz normal an mit dem Fernglas. Das haben wir hier, ist eigentlich ein Opernglas, aber okay. Der Fächer. Der Fächer. Finde ich auf Anhieb nicht. Dann machen wir weiter mit dem Geigenbogen. Den haben wir hier. Ein Saphir. Fällt mir auch nicht, aber hier das Hühnerbein habe ich schon wieder gesichtet. Das Blatt. Hängt wieder irgendwo. Aber hier den Leopelz, den würde ich gerne mitnehmen. Aber hier haben wir dann auch schon das Blatt gefunden. Dann den Pfeil. Der sich hier irgendwo wieder ganz du versteckt. Oh, ein Weidenkätzchenzweig. Brauchen wir den? Ach ja, Weidenzweig. Wir hatten auch mal hinterm Haus ein Weidenkätzchen, einen richtig großen Busch sogar. Oder, nee, Strauch. Weidenkätzchenstrauch, oder? Ja, doch. Und das sah immer so schön aus, wenn dann diese Weidenkätzchen rausgegangen sind. Also rausgekommen, wenn sich die blühenden Weidenkätzchen verwandelt haben. Und ich muss aufpassen, dass ich das hier nicht so lang ziehe. Gut, dann brauchen wir das Horn. Dann brauchen wir die Haarspange von der Mina, die wahrscheinlich, die lässt ja immer ihren Krempel liegen, also furchtbar ist das. Das Tamburin? Wenn ich ein Tamburin wäre, würde ich mich hier verstecken, genauso im Arm des Ritters. Das Fell, gut, oh, das Leo-Fell brauchen wir wirklich. Hätte ich nie gedacht. Dann die Lupe von Sherlock Holmes, ein Traum, also hier treffen wirklich alle Charaktere zusammen. Dann haben wir hier auch den Pfeil, nee, die Haarspange war das, okay. Die Schädelmaske, die wir brauchen. Ein Grashüpfer. Was macht denn ein Grashüpfer bitte hier in der Vitrine? Nee, du bist kein Grashüpfer. Und hier hat auch schon jemand eine Scheibe eingeschlagen. Also um Gottes Willen, Van Helsing. Was ist denn da los? Das ist eine Blume da oben. Ein Pfeil. Ich finde die schon früher oder später. Den Fächer, Saphir, Pfeil und den Grashüpfer. Ach, hier habe ich den Grashüpfer. Okay. Dann den Pfeil. Der Pfeil will einfach nicht. Aber hier haben wir ein süßes Karnickel. Das können wir auch mitnehmen. Oder hier ein Knopf. Ach, hier haben wir den Fächer. Okay. Saphir und Pfeil. Das ist eine Schnecke. Das ist kein Saphir. Ach, hier haben wir den Saphir. Ah. Und den Pfeil lassen wir uns mal von Igor geben. Ach, hier. Genau, über dem Griff. Natürlich. Und damit haben wir's. Und da haben wir die fehlende Schädelmaske. Szene abgeschlossen. Du hast die Schädelmaske für die Gruftür gefunden. Möchtest du jetzt dorthin zurückreisen? Ja, wenn die Szene abgeschlossen, ja, möchte ich gerne.